Meine Damen und Herren, bevor ich Top 1, die Fragestunde, aufrufe, darf ich Herrn Staatsminister Beuth für die Landesregierung für eine Erklärung das Wort erteilen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Landtagspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eben unseres früheren Kollegen und Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke gedacht. Der Tod hat uns sehr betroffen gemacht. Am vergangenen Donnerstag konnten wir gemeinsam in Kassel von ihm Abschied nehmen. Ich kann Ihnen versichern, dass die hessischen Sicherheitsbehörden, die Staatsanwaltschaft und nunmehr den Generalbundesanwalt mit aller Kraft bei den Ermittlungen unterstützt. Die Kollegen des Innenausschusses habe ich vorhin ebenfalls informiert. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird das auch weiterhin so weit und zeitnah wie möglich erfolgen. Nach den ersten Ermittlungen des örtlich zuständigen Polizeipräsidiums Nordhessen hat in der Nacht vom 2.6. in Abstimmung mit dem Landespolizeipräsidium das Hessische Landeskriminalamt die Leitung der weiteren Ermittlungen übernommen. Gemeinsam mit den örtlichen Kräften werden die Ermittlungen mit Hochdruck geführt. Die Sonderkommission des Landeskriminalamtes hat derzeit eine Stärke von 60 Beamtinnen und Beamten, darunter Spezialisten aus allen relevanten Bereichen. Die Todesermittlungen werden von erfahrenen Ermittlern des Landeskriminalamtes und des zuständigen Zentralkommissariats beim Polizeipräsidium Nordhessen geführt, wodurch sowohl örtliche Gegebenheiten Berücksichtigung finden, aber auch überregionale Abklärungen sichergestellt sind. Für die Tatortarbeit wurden Spuren umfassend gesichert. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen und umfassen auch mögliche politische Motive. Die sozialen Medien werden nach Hinweisen ausgewertet. Die Sonderkommission steht von Anfang an in einem engen Austausch mit Bundeskriminalamt sowie den Verfassungsschutzbehörden. Am gestrigen Sonntag wurde in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt die Festnahme eines Tatverdächtigen vom 15.06. bekannt gegeben. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Festnahme ist das Ergebnis der akribischen polizeilichen Ermittlungsarbeit, durch die eine DNA-Spur gewonnen werden konnte. Nähere Informationen zur Person und zum Sachverhalt wurden bisher seitens der Staatsanwaltschaft nicht freigegeben. Auch der Generalbundesanwalt hat sich jede Auskunft zum Sachverhalt vorbehalten. Der Schutz der Ermittlungen hat oberste Priorität. Sie werden akribisch in alle Richtungen weitergeführt. Das gilt für alle Fragen des Tathergangs inklusive eines möglichen Motivs. Darunter fällt auch die Frage eines extremistischen Hintergrunds. Bereits am Samstag, dem 8.6., kam es zu polizeilichen Maßnahmen in Niedersachsen im Zusammenhang mit den Ermittlungen der SOKO. In diesem Zusammenhang wurde eine Person in Gewahrsam genommen. Es handelte sich hierbei nicht um die Person, gegen die am 16.6. ein Untersuchungshaftbefehl ausgestellt worden ist. Mit Bezugnahme zu der Tötung von Herrn Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke sind in den sozialen Medien diverse Hasspostings und Hasskommentare mit beleidigenden und bedrohenden Inhalten, die unter anderem dem rechtspopulistischen oder rechten Spektrum zuzurechnen sind, festzustellen. Deren strafrechtliche Relevanz wird in jedem Einzelfall geprüft und konsequent deren Strafverfolgung betrieben. Die hessischen Sicherheitsbehörden, um das noch einmal zu sagen, werden den Generalbundesanwalt mit aller Kraft bei seinen Ermittlungen unterstützen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth, für diese Erklärung.